Hallo Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr Birkenteer im Eintopfverfahren herstellen könnt. So soll das Endergebnis ungefähr aussehen. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Blechdose, die sollte möglichst luftdicht abschließen und natürlich Birkenrinde. Ja, und da man Birken bekanntlicherweise meistens im Wald findet, bin ich jetzt hier im Wald unterwegs. Man kann sich die Rinde hier von solchen abgestorbenen Birken ganz leicht abschälen. Die Rinde, die verrottet nur ganz, ganz schwer. Meistens ist das Holz schon komplett verrottet, aber die Rinde ist noch voll intakt und die kann man hier ganz leicht ablösen. Da braucht man nicht von irgendwelchen lebendigen Bäumen die Rinde abzuziehen, weil es geht eh viel schwerer. Ich habe den Stamm jetzt hier auf eine Erhöhung gelegt, damit ich besser die Rinde abschälen kann. Jetzt mache ich hier einfach einen Schnitt längs und quer. Und dann müsste das Ganze schon abgehen normalerweise. Wenn es mal klemmt, kann man ein bisschen mit dem Messer nachhelfen. So, nachdem wir unsere schöne Rinde hier gesammelt haben, ich habe mir auch noch ein bisschen was vorgesammelt, werden wir jetzt ein Feuer entzünden. Ich habe mir hier schon alles vorbereitet. Das Feuer sollte ein bisschen besseres Glutbett haben, ein bisschen heißeres. Also wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man ein paar Harthölzer verbrennt. Natürlich kann man ein bisschen was von der Rinde verwenden zum Anzünden. Na, Birkenrinde brennt gut, wird ja eben bekannt sein. Und ja, da mache ich mich jetzt mal dran.
ja, während das Feuer hier schön brennt, kann man schon mal die Birkenrinde vorbereiten. Also an der Birkenrinde darf nicht so Holz oder sowas noch dran sein. Wenn da sowas dran ist, kann man einfach das Messer nehmen und es abkratzen. Ja, dass der ganze Dreck halt einfach ab ist. Das mache ich dann bei allen. Die meisten sind gut, da hängt nichts dran, also so viel Arbeit ist das auch nicht. Ja, manchen ist vielleicht aufgefallen, dass ich ein neues Messer habe. Das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Das habe ich mir selbst gebaut aus einer Feile. Und die Griffschalen sind aus Zwetschgenholz hier auf dem Grundstück. Da habe ich mir noch so eine Scheide genäht im Feuerstahl. Ja. War ein ganz cooles Projekt. Das Feuer ist jetzt runtergebrannt und wir haben schon eine schöne Glut. Und ich beginne jetzt mal die Dose mit der Birkenrinde zu füllen. Dazu mache ich mir so ein paar kleinere Streifen hier ab. Da hat noch was dran gegangen. Und ich versuche die so ein bisschen ineinander zu rollen. So, ein bisschen, so gut wie es geht. Das mal rein. Wenn ihr mehr herstellen wollt, könnt ihr natürlich auch eine größere Dose verwenden. Ich versuche hier noch ein bisschen was rein zu quetschen. Ja, in die Dose habe ich jetzt erstmal so viel reingestopft wie geht. Jetzt kommt der Deckel drauf. Handschuhe an, ganz wichtig. Am besten, dann nehmt ihr solche Schweißerhandschuhe, also dicke Handschuhe, damit ihr euch nicht irgendwie die Finger verbrennt. Und jetzt stelle ich das mal in die Glut. So. Ein bisschen außen rum. Wo ihr drauf achten müsst, ist, dass die Rinde, die darf jetzt nicht wirklich zu heiß werden, also die darf nicht brennen zum Beispiel. Also lieber bei geringerer Hitze länger kochen, anstatt bei zu großer Hitze und dafür schnell machen. Ja, am Anfang habe ich gesagt, wir machen das im Eintopfverfahren. Dieses Eintopfverfahren, das habe ich das erste Mal gesehen beim Remo vom Erlebnisgarten Buchhorn. Und ja, danke fürs Video. Ja, dieses Eintopfverfahren, vielleicht kennen manche noch das andere Verfahren, dieses, ich nenne es mal Zweitopfverfahren, ich glaube so heißt es, ja. In dem Eintopfverfahren, das finde ich einfacher auf jeden Fall, weil das ist ein viel geringerer Aufwand. Bei diesem Zweitopfverfahren, da muss man so eine Grube graben. Oben kommt eine Dose drauf, die hat ein Loch in der Mitte und da wird ein Feuer drum gemacht und unter der Dose kommt nochmal eine Dose hin, da soll dann dieses Birkenpechteer-Zeug drin abtropfen. Und das muss dann nochmal eingekocht werden, stundenlang, du weißt richtig. Ich denke mal, dass bei der Methode die Qualität besser ist, aber der Aufwand ist auch viel größer. Bei der Methode wird das alles in einem Vorgang gemacht, diese Birkenöle und so weiter, also das Birkenteer, das wird durch die verkohlte Rinde gestreckt. Das ist wie bei diesem Harzkleber, der mit Kohle auch gestreckt wird sozusagen. Und ja, das geht halt auf jeden Fall schneller und einfacher als die Zweitopfmethode.
Du mal schaust nach, wie es in der Dose aussieht. Ich lasse die jetzt noch kurz abkühlen. Ja, ich habe das Abkühlen jetzt beschleunigt, indem ich ein bisschen Wasser drüber gekippt habe. Jetzt schauen wir mal rein. Boah, der Geruch, der ist sehr, sehr stark. Aber man sieht schon hier, da fängt schon an, aber hier oben, die oberen Schichten sind noch nicht so gut. Also noch länger drin stehen lassen und ja, ab und zu mal überprüfen. Wenn man es viel zu lange drin lässt, ist wirklich auch nicht gut. So, schauen wir nochmal nach. Ja, also man sieht, es verkohlt immer mehr. Ja, mal schauen, vielleicht ist jetzt fertig. Ich denke, es ist jetzt gut. Ich habe mal ein bisschen was rausgenommen und man kann es jetzt entweder auf so Stücke drauf schmieren oder in so Kugelnform, wie man will. Ja, ich tue das mal alles jetzt raus, holen so viel wie geht. Dann zeige ich euch mal, wie viel da rausgekommen ist. Das hier ist jetzt mein Endergebnis. Oh, ist doch eine ganz schöne Kugel hier. Ein klein bisschen länger hätte es noch drin sein können vielleicht, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Kann man irgendwann wieder einkochen, wenn man noch Zeit hat. Hier in der Dose ist noch ein bisschen was übrig. Das ist, kriegt man nicht komplett raus. Das wird dann beim nächsten Mal wieder mit verkocht. Ja, den Birkenteer, den kann man jetzt sehr vielfältig verwenden. Es gibt schon archäologische Funde, die gehen bis zu 200.000 Jahre zurück, wo der Birkenteer verwendet wurde. Man kann den zum Beispiel verwenden, um bei einem Pfeil die Befiederung festzukleben, für die Pfeilspitze in den Schaft zu kleben, für Holzverbindungen, um irgendwelche Rindengefäße oder sonstiges wasserdicht zu machen. Ja, vielfältige Verwendungsmöglichkeiten gibt es dafür. Und macht mal Spaß, sowas da herzustellen. Also Leute, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Vielleicht konntet ihr was lernen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Tschüss.